Es folgt die zweite Fassung der 243. Episode des Audio-Hörerlebnisses Extravaganza der Isolierstation für alle Zuhörer mit der Auffassungsgabe eines Herr Newstime-Zuschauers. Es wird nahegelegt, vor dem Hören dieser Version der 243. Ausgabe der Isolierstation die reguläre A-Version der 243. Ausgabe der Isolierstation zuerst zu hören. Und jetzt viel Vergnügen mit der Isolierstation. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge Isolierstation. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge Isolierstation. Wie großer Müll. Ja, und damit herzlich willkommen zur Mutter, deren Schwester einmal mit investigativem Journalismus Bleischlaf. Oh Gott, nein. Ich habe das Gefühl, dass wir hier mal waren. Es ist Murmeltiertag. Genauso stelle ich mir die Hölle vor. Bis in einer Ewigkeit nehme ich diese Aufnahme auf. Richtig, es ist die 243. Ausgabe der Isolierstation. Wir sprechen heute über den Webvideopreis 2000. Was ich am Frank immer am meisten bewundere, ist, dass er immer sofort auswendig weiß, welche Folge das ist. Ich müsste das ja erst immer nachgucken. Ja, ich auch. Ja, Mensch, es waren spannende Tage in der Webvideo-Welt. Ja, geh mal. Auch nachgucken sollten vielleicht mal die Lochis, wie man richtig spricht. Ich habe hier etwas vorbereitet. Warte, ich spiele euch das mal ein, damit ihr mal Bescheid wisst, wie geil das ist. Also, hör zu. Und eine Sache, die wollten wir unbedingt noch loswerden, die liegt uns am Herzen. Es geht an die komplette... Ich kann das übrigens noch schneller machen hier. Es geht natürlich um die... Schick euch. Geschmack, aber wenn wir diesen Song jetzt nicht streiken, ich glaube, hier hat es so gefallen, aber im Endeffekt hat das eher weniger geschadet als uns alle. Also uns alle hat das im Endeffekt viel mehr geschadet und ich glaube, ja, mit diesem Sinne, vielen Dank, schönen Abend euch noch. Donnerknispel, was für ein Statement. Wahnsinn, oder? Ich fand's auch ziemlich geil. So, was denkt ihr denn darüber? Also ich finde ja, dass die Lochis nur auch, weil sie selber und so das gemacht haben. Kioma, sag doch mal was. Ich finde, die sprechen voll schlecht Deutsch. Ja, ich auch. Ich frag mich, wo die Deutsch hatten, in welcher Schule. Ich finde übrigens, dass Barbara Schönberger voll doof geguckt hat, als der Klaviator da falsch gespielt hat. Ja, fand ich auch doof. Hammer. Ich glaube, die ist voll scheiße sonst so. Und Person of the Year, ne? Person. Wusstet ihr eigentlich, dass Daniel Ritz so Schleim im Mund hatte? Du meinst Sprechkäse? Leute, ich habe ein Gedicht über die Lochis geschrieben. Ja. Aber ich lese es nicht vor, weil es ist bestimmt scheiße. Das kann gut sein. So, gut. Ja, es ist also erst scheiße, wenn der Newstime darüber berichtet. Ja. Ach, Herr Newstime, der sieht ja aus wie Hitler. Aber er hat einen anderen Bart, glaube ich. Ja. Bitte keine Hitler-Vergleiche. Ist die Sendung hier überhaupt kindersicher? Ach ja, wir haben ja Lord Abaddon nicht eingeladen. Ja. Richtig, warte, ich frage mal kurz in der Regie nach. Regie, sag doch auch mal was dazu. Ja, scheiß doch. Ich habe keinen Bock, tschüss. Ach, der Tom, ein echter Klassiker. Könnten wir mal zum blauen Teppich schalten? Ja, du meinst da, wo Herr Newstime nicht reingekommen ist? Also ja, genau. Ja. Mensch, Daniele Rizzo ist ja voll die Wurst. Ja, und mit Vegas-Film zusammen. Ja, ich wollte auch gerade sagen, Vegas-Film. Mensch, als hätte ich das heute alles schon mal gehört. Sag mal, Dimon, hast du nicht einen Insider bei Funk, der irgendwas darüber gesagt hat? Ja, mein Insider bei Funk hat gesagt, dass Funk ganz schön und die manipulieren das alles und so. Voll und scheiße, finde ich auch. Ich glaube aber auch... Der Webvideopreis, da sind nur Fernsehleute, ist mir aufgefallen. Ist mir aufgefallen. Also ich glaube, Christoph Krachten hat ja schon mal gesagt, das wird alles mehr Fernsehen. Krass. Das war damals, als er mit Caroline Kiribus, oder wie heißt, zusammen war, oder? Richtig, genau da. Ja, war das. Sag mal, Kioma, was sagst du überhaupt? Was sagst du überhaupt zu den Berliner Verkehrsgesellschaften? Keine Haben Ahnung. Die dich etwa blockiert? Nee, das war die S-Bahn, aber bestimmt macht das die BVG auch irgendwann. Was ich mich immer frage ist, ehrlich gesagt, warum kommen eigentlich immer so viele Leute zum Oscar, aber so wenig zum Webvideopreis? Aber Dimon, ich verstehe, du kannst doch das ganze Ding nicht mit dem Oscar vergleichen, obwohl irgendwie schon. Gut, dass wir drüber geredet haben. Eben, finde ich auch. Was sagt ein Maniac dazu? Keine Ahnung. Uiuiuiui. Ich glaube, du hast ihm die Kamera geklaut, Kioma. Warte, Moment, ich habe sogar noch einen. So.
Ach mein Gott, dann war das die 243. Ausgabe der Isolierstation. Meint der Kreimeier sagt irgendwas über uns diesmal? Wer? Kenne ich nicht. Okay. Der Isolierstation. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich glaube, das war nur 5. Ist auch nicht geil. Fuck, ey. Scheiße. Sind wir eigentlich schon im Nachgespräch? Herzlich willkommen im Nachgespräch. Das ist die schlechteste Folge aller Zeiten. Ich verstehe gar nicht, wie du sowas hochladen kannst, Frank. Ach, After klingt aber schon irgendwie ziemlich pervers. Aber nur weil Demon immer seinen Kaffeebecher auf dem Kopf hat. Mensch, oh Gott, Geoma, könntest du endlich mal singen? Weiß ich nicht. Was, wollen wir das nächste Mal live machen? Giftschrank, was? Giftschrank, bla bla bla. Was meinst du eigentlich mit Kaffeebecher auf dem Kopf? Wusstest du dir schon, dass ich hier auf Stehen podcaste? Und auf dem Klo? Beim Kacken? Beim Kacken. Was? Wer kackt denn im Stehen? Weiß ich nicht, es gibt ja so Exzentriker, die das vielleicht machen. Leute, wisst ihr, was ich glaube? Hier liegt immer eine Entzündung vor. Im After? Das ist ja genau. Das ist ja genauso positiv. Ich glaube, so nehmen wir in Kürze jede Isolierstation damit auf. Verabschiede ich mich aus der Isolierstation. Ich mich auch. Herr noch ein dummer Jingle. Journalismus. Ui, wir wissen es ja. Ich glaube, wir sollten auch jetzt alle außer unsere Länder verlassen und in den Länder gehen, die kein Auslieferungsabkommen haben. Und uns unter einem Stein verstecken. Ja. Ja. Das war doch cool.